Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4 im Multiplayer mit dem Justus. Hallo. Und wir spielen ja, und mit mir natürlich, dem Sebastian, ja. Wir spielen hier eine kleine Runde TDM auf der Karte, oh Gott, hier, Golmud, genau, Golmudbahn. Ja, kann sein. Verdammt, ich habe das Spiel immer noch auf Deutsch. Ich wollte das unbedingt mal auf Englisch umstellen. Na, naja, egal. Im Team Deathmatch-Modus, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, so. TDM deshalb, weil wir nämlich nicht allzu viel. Hoho, hallo Gegner. TDM deswegen, weil wir nicht. TDM deswegen, jetzt fange ich schon zum vierten Mal an. Weil wir nicht allzu viel Zeit haben und eben kurz eine schnelle Runde spielen möchten, damit wir noch ein Video zu Battlefield bringen können. Ja. Ja. Und deswegen spielen wir jetzt kurz Battlefield. Also Totally. im TDM-Modus. Das ist genau dieses Phänomen, was ich gerade angesprochen habe. Ich bin gerade auf dem Hausdach und habe ein Sturmgewehr und Ha, kann die warte. Gegner alle nicht wegholen, weil ich einfach nicht auf Distanz stark genug bin. Ich bin einfach der richtige Sniper, weil ich immer die Position suche, an denen du snipen kannst. Aber dann habe ich nie einen Sniper So dabei. stirbst du denn jetzt, ey? Kann doch nicht sein, ich habe dich gerade wiederbelebt. Mensch, schäm dich. Da. Ich bin jetzt ein Sniper und rotze die alle da oben weg. Ja, wer es glaubt. Eventuell kann es auch noch sein, dass Alex gleich noch dazu stößt. Der ist aber gerade noch essen. Also wenn er gleich hier reinkommt und irgendwelche Beleidigungen rumschreit oder so, dann wisst ihr, dass Alex da ist. Modesta, ist doch jemand drin. Ja. Nein, jetzt habe ich das scheiß Fenster nicht getroffen. Jetzt habe ich doch wieder nicht getroffen, egal. Dann muss ich den halt so wegholen. Ich glaube, wenn man so auf unseren YouTube-Kanal stößt und ein Video von Alex erstmal sieht, dann denkt man so, es ist ein YouTube-Kanal von irgendwelchen Leuten, die Tourette What the haben. fuck, Alter, what the fuck. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, da war ein Sniper da hinten. Schreit einfach immer wie so ein. LOL. Da war der Gegner. Schreit einfach immer wie so ein Verrückter rum, ey. Ah, wirklich. Fuck! Scheiße, kann mich bitte jemand wiederbeleben? Bitte? Nein, ich bin Bitte. Sniper. Ja. Wie lange gehe ich die Runde eigentlich? 300 Kills? Ah, okay, das passt ja perfekt eigentlich. Ich möchte mal mit einer anderen Waffe spielen. Ich habe irgendwie noch nicht so richtig meine. Oh, die AK-12. Die probiere ich jetzt mal wieder aus. Cobra-Visier. Ich finde das so witzig im Battlefield, dass sich immer schwer sagen lässt, was die beste Waffe ist. Ich finde, es gibt auch keine beste Waffe irgendwie. Also, ich finde, das Also ist sind irgendwie COD. komplett anders als bei CSGO. Finde ich. CSGO, COD, das ist alles so, da gibt es immer so die beste Waffe. Ja, das stimmt irgendwie, ja. Und Aber ja, jetzt einfach gar so. nicht. Aber ich finde jetzt in Battlefield 4 gibt es jetzt, finde ich, nicht so eine M4 oder so eine AK, wie es zum Beispiel in CS gibt. Die einfach wirklich von allen gespielt wird, weil sie einfach, nun ja, klassenspezifisch gesehen die besten Waffen sind. Ja, es war halt so im Battlefield 3 die M4. Oder M16 oder wie auch immer. Oh ja, oh ja, oh ja, die M16 A3. In Battlefield 3, das hat richtig geholt. Wo war der Bin auf dem Nascha-Kanal. Boah, der hätte ich gut wieder Nein. drauf. Ja. Auf jeden Fall. Aber in Hardline kommt ja M16 A3, kommt ja die M16 A3 zurück. Okay, das ist geil. Ja, du hast doch auch die Beta gespielt, oder? Nö. Okay. Krass. Ne, also in der Beta zu Battlefield Hardline, zumindest die jetzt schon vor einiger Zeit rausgekommen ist oder die es vor einiger Zeit gab, da konnte man die M4, was sage ich hier, die M16 A3 spielen. Und man konnte auch ein erweitertes Magazin von der freischalten. Das war einfach richtig krass, wenn du da mit der gesprayt hast, wie so ein Verrückter. Ah, da oben ist einer. Na. Oh, ich merke gerade, ich habe jetzt das Zielfernrohr für die Magnum. Dreifache Zoom. Magnum, Ich habe dreifache Zoom. jeden Aufsatz für die Magnum, für die 50er Magnum, sehe ich gerade. Richtig geil. Drei Krass. Laserkombinationen. Hier Krass. Münsterbremse habe ich bei. So, wo war der mich gerade? Ah, da im Fenster ist er, alles klar. Mit dem lege ich mich aber nicht an. Ich glaube, das. Schade. Da bin ich so schon runtergesprungen, aber naja. Magnum mit dem schweren Lauf. Alter, das Ding zieht dann erstmal hoch. Ja, dann probiere ich jetzt mal aus. Warte, da muss ich jetzt auch mal spaßeshalber ausprobieren. Wow, Was? und dann auch mit dem dreifachen Zielfernrohr. Lol. Ich weiß, ich kann, ich glaube aber nicht, dass ich das schon für die Magnum freigeschaltet habe.
Jetzt wird hier gesniped. Nee, habe ich noch nicht. Schade. Egal, ich probiere. Ich spiele ich trotzdem mal mit der Magnum. Die hat jetzt ja auch keinen verzögerten Abschuss mehr, also verzögerten Trigger. Echt? Hatte die? Das hatte die, ja. Das hatten ja alle Revolver, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber das wurde mit dem September-Patch rausgepatcht. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Oh doch, das war richtig krass. Das ist mit Sicherheit so eine... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lang das in Sekunden war, aber... Das war schon eine Zeit. Ich werde noch mal herunter. Kompressor, Mündungsbremse oder Mündungsfeuerdämpfer? Also auf Pistolen packe ich immer das drauf, was sozusagen die Aufwärtsbewegung des Laufs verringert. Das hat zwar irgendwie den Negativpunkt, dass die Streuung erhöht wird oder dass der automatische... Los, lass mich rein. So. Dass die Streuung bei automatischem Feuer oder so erhöht wird, aber ich meine mit Pistolen, das sind ja eh keine vollautomatischen Waffen. Ah. Also Mündungsfeuerbremse. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ja. Durch die Smoke. Ah, ich habe gerade die Laser Light Kombi drauf, sehe ich gerade. Fuck. Mit welcher Waffe spielst du? Ah, ne, du snipes, ne? Ah, ich spiele gerade nur Magnum Only. Okay. Das ist richtig witzig, das musst du dir mal geben. Ja, kann ich mal ausprobieren. Ein Zielfernrohr oben drauf und so richtig schön. Beziehungsweise habe ich. Also ich habe das Gefühl, dass die gerade aus der Hüfte gerade mega präzise irgendwie geworden ist. Okay. Das war die wahrscheinlich vorher auch schon, aber irgendwie habe ich mir drüber noch gedacht. Das weiß ich nicht. Oh shit, das hätte ich nicht machen sollen. Was mache ich denn? Ja, was mache ich denn da drauf? Ich glaube nicht nur, aber kein Zielfernrohr, sondern lieber Delta. Ja, Delta. Was ist? Wo ist der denn jetzt hin? Das hat weh. Lass mich gehen. Ach. Und den grünen Laser. Der grüne Laser ist cool. Ja, den grünen Laser packe ich, wenn ich kann, auch immer drauf. Und irgendwelche coole Tarnung ich auf meine Matten mache. Oh. Schwarz-roter. Boah, Alter, da wollte ich gerade... Oh Gott. Da wollte ich gerade dropshotten, aka COD. Also wie ein COD, aber... Da habe ich kurz nicht dran gedacht, dass man denn ja nicht mehr weiterschießen kann. Uiuiui, das war ganz schön knapp. Im Battlefield muss man sich immer nur ducken eigentlich. Oder wie war das? Ja, oder halt aus dem Stand einfach schießen. Das war eigentlich nie. Achso, du duckst dich also immer, wenn du schießt? Ja, so ziemlich. Okay. Allermeisten Fällen. Krass. Bam, ich rudel hier gerade mit der Magnum. Erst einmal mit der Sniper so in die Brust geschossen, dann Magnum gezogen und damit getötet. Dann laufe ich weiter, erstmal so One-Shot-Headshot-Magnum, bam. Ich denke einfach nur so, oh yeah.